Hallo, heute habe ich seit langem mal wieder einen Drogerie-Haul für euch, aber ich habe einige Sachen nachkaufen müssen und habe einfach wieder Vorrat gebraucht und teilweise habe ich auch ein paar neue Sachen, die ich ausprobieren möchte. Und ich würde sagen, ich beginne mit Rossmann. Da habe ich so ein Beutelchen mit ein paar Sachen und ich bin ursprünglich extra hingefahren wegen dieser Sache hier. Die wollte ich mir nämlich nachkaufen. Das sind die Mikrofasertücher von Rival de Loup. Und davon hatte ich ja schon 3 Stück, habe die jetzt auch eine ganze Zeit benutzt und liebe sie über alles. Das Problem ist nur, die saugen wirklich jeden Schmutz auf. Und ich meine, so Make-up und so löst sich in der Wäsche, aber so Fussel und so leider nicht. Und ich habe das halt immer ganz normal mitgewaschen mit dem Rest. Und jetzt sehen die so richtig eklig aus, weil da so viele Fussel drin sind, die ich einfach nicht rausbekomme. Und jetzt möchte ich die neuen eben in Zukunft in so einen Schutzbeutel tun, bevor es in die Waschmaschine kommt. Und hoffe, dass es damit dann besser ist. Aber die kosten pro Stück nur 1,99, glaube ich. Und im Angebot auch manchmal nur 1,50, 1,60. Und dann kann man sich das, denke ich, doch so zweimal im Jahr oder so gönnen, wenn man überlegt, wie viel man für Wattepads ausgibt. Aber dazu kommen wir nachher noch. Dann habe ich mir auch wieder eine neue Glasfeile gekauft, weil meine, egal wie oft ich sie geputzt habe, das Gefühl habe, die sind jetzt einfach nicht mehr, also die sind jetzt stumpf irgendwie geworden. Und deswegen habe ich mir jetzt eine neue gekauft, die sieht auch aus wie die Markenfeile von Wilkinson. Sieht exakt gleich aus vom Design und die ist jetzt aber von For Your Beauty. Ich vermute, das ist der gleiche Hersteller. Und deswegen wollte ich die ausprobieren, die hat aber auch 3,99 gekostet, war also auch nicht so günstig. Die andere hätte, glaube ich, 7 Euro gekostet. So, und was ich mir auch unbedingt da wieder kaufen musste, ist dieser Nagellackentferner, weil das ist einer, der macht die Nägel nicht weiß, der trocknet sie nicht so aus und meine Nägel sind ja sowieso sehr brüchig und da ist es nicht ganz so extrem damit. Also ich habe das Gefühl, der trocknet meine Nägel nicht ganz so aus. Der ist von Maybelline und das ist der acetonfreie Nagellackentferner, schnell und schonend mit Avocadoöl und den finde ich bei uns einfach nirgends im DM oder im Müller, sondern nur bei Rossmann und deswegen nehme ich mir das da ab und zu mit und der kostet 2,45 Euro. So, das war Rossmann. Jetzt kommen wir zu DM. Und da habe ich auch noch den Beleg drin. Ich hoffe, ich finde da alles schnell. Aber bei Wattepads muss ich euch jetzt nicht den Preis sagen. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Und da nehme ich halt immer die von Ebelin. Weil mit den Mikrofasertüchern möchte ich nicht mein richtiges Augen-Make-up runternehmen, weil sonst sind die sofort voll. Ich benutze die gerne 2 Tage oder so. Und deswegen nehme ich erstmal, wenn ich Augen-Make-up drauf habe, das damit runter. Und dann habe ich mir hier noch eine andere Nagelfeile gekauft. Ich habe immer so 1-2 Stück, damit ich die nicht ständig putzen muss, sondern halt abwechseln kann. Und die hat mich halt angesprochen, einmal wegen dem wunderschönen Design, aber natürlich auch, weil da steht Anti-Splitter-Feile. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, weil ich halt einfach schon sehr lange Glasfeilen benutze und meine Nägel immer noch splittern. Und deswegen wollte ich die mal ausprobieren. Und die hat gekostet, Moment. Hier 1,25. Dann habe ich mir auch wieder meine Haarfarbe nachgekauft und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich muss meinen Ansatz wieder nachfärben. Deswegen nach wie vor Olia 6.0, meine absolute Lieblingshaarfarbe und die Strähnchen, die ich hier unten drin habe, habe ich jetzt zusammen mit euch gemacht in einem Video, das werde ich euch nochmal verlinken in der Infobox. Da habe ich mir was gekauft, ja, beim Friseurbedarf. Neue Zahnpasta musste auch mit, diesmal die Colgate extra frisch komplett 8. Ja, einfach neue Zahnpasta. Und dann habe ich mir noch 2 neue Handseifen mitgenommen, wobei die eine jetzt schon im Bad steht. Das ist die grüne von den beiden. Und das ist jetzt noch milde Seife, sanfte Berührung mit Holunderblüten und Kirschduft. Und die grüne, finde ich, ist jetzt schon halb leer. Die finde ich super. Den Pumpspender finde ich super. Da achte ich extrem drauf bei sowas, weil ich hasse es, wenn das Ding hier verstopft und dann es in alle Richtungen spritzt. Und es passiert bei so vielen Handseifen, finde ich. Und bei diesem Spender, beim grünen, bis jetzt noch gar nicht. Das benutzen wir jetzt schon einige Wochen, also so 2-3 Wochen und war noch nichts. Und ich finde, die riechen auch ganz angenehm, neutral und ja, deswegen habe ich das mitgenommen. Und die kosten 95 Cent, kosten die. So, dann habe ich mir etwas Spannendes mitgenommen, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, das zu kaufen, weil ich ja, mein absolutes Lieblingsgesichtswasser ist ja von Garnier, diese in dieser Farbe, also für normale und empfindliche Haut, ja, das Gesichtswasser von Garnier, das war jetzt ein komischer Satz, ihr versteht mich schon, das ist mein Lieblingsgesichtswasser und jetzt gibt es davon auch ein Waschgel. Und ich habe jetzt echt schon lange keinen Waschgel mehr zu Hause gehabt und brauche aber wieder eins für die Tiefenreinigung. Und da habe ich mir das mal mitgenommen und bin super gespannt darauf. Vor allen Dingen auch mit Pumpspender finde ich sehr interessant und freue mich jetzt, das zu benutzen. Dann habe ich hier noch Duschgel nachgekauft. Das Grüne habe ich schon in der Dusche stehen, ist auch schon in Benutzung. Benutzen wir auch weiterhin. Das ist nämlich Lemongrass, das andere. Und das hier ist jetzt Water Lily. Ja, fand ich ganz interessant. Das Grüne benutzt jetzt momentan dann mein Freund ab jetzt allein, weil ich das dann benutze. Sonst ja, mache ich seins zu schnell leer. Deswegen haben wir jetzt mal wieder getrennt. Sonst haben wir auch oft zusammen gemeinsam Duschgel.
Dann habe ich mir noch, obwohl ich ja das Shampoo und die Spülung super fand, das, was ich jetzt benutzt habe von OGX oder OGY oder was, dieses Coconut, das habe ich im letzten Aufgebraucht-Video euch gezeigt und das habe ich zum dritten Mal nachgekauft, fand super. Bin jetzt auch nicht billiger geworden, das, was ich jetzt ausprobiere, kostet nämlich auch, hat auch einen stolzen Preis, pro Flasche 6,95 Euro. Das andere kostet, glaube ich, 7,95 Euro, aber ich probiere da einfach immer gern rum und es hat sich gut angehört. Es ist jetzt mit Argan Oil from Morocco, heißt also überhaupt das Produkt hier. Das ist von Husk. Strengthens and Restores, also macht das Haar wieder stärker und repariert es. Und das ist einmal Shampoo und Spülung. Schreibt wie immer mal wieder in die Kommentare, was ihr euch als letztes gekauft habt, was ihr richtig gut fandet und auf jeden Fall wieder nachkaufen werdet. Und was vielleicht ein Fehlkauf war, damit wir anderen uns davor schützen können. Und ich lese immer sehr, sehr gerne eure Kommentare, auch wenn ich natürlich nicht auf alles antworten kann. Gucke ich jeden Kommentar an und freue mich sehr darüber. Und ich freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben, weil ihr damit tatsächlich meinem Kanal helft, dass wieder die Videos überall angezeigt werden. Und deswegen sage ich das auch gerne dazu. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne noch hier vorbeischauen oder hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!